Freie Wahl. Moin und hallo. Hey, moin. Moin. Wir sind moin. Wir sind bei Kerkam Weltreisemobile und stellen euch auf MAN den X517 LB vor. 7,60 Meter lang. Und wer steht neben dir, Nora? Das ist Kai Schröder, der neue Geschäftsführer von Kerkam Weltreisemobile. Moin, Nora. Moin. Ja, hey. Hallo. Freut mich, dass ihr heute hier seid. Wir sind auch nicht direkt bei uns auf dem Firmengelände, sondern ein paar Straßen weiter sozusagen, weil wir hier einfach eine schöne Fläche haben, wo wir auch ein bisschen artgerechte Haltung sozusagen zeigen. Mhm. Genau. Mhm. Das ist natürlich auf dem Firmengelände immer schwierig. Ja. Auf geht's. Ja, ich darf fahren. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Nee, ich darf stimmt. heute einen 13-Tonner fahren. Genau. Für mich das erste Mal. Ich bin ein bisschen aufgeregt, deswegen brauche ich Unterstützung. Wo geht's lang, Kai? In einfach die Richtung. Die Wiese runter. Er wird dann irgendwann zwischen den Bäumen auftauchen. Wir haben ihn schon hingestellt. Super. Ui, ja? Bin gespannt. Ja, dann los. Wenn er mal noch mal gucken, da ist. Wenn er noch da ist, genau. Ah, guck, aber ich sehe schon was. Oh, da ist er. Ja. So. Ach, da komme ich doch rein. Der Minicamper, ne? Ja. Der Minicamper heute. Ja gut, der Kai hat ja auch gesagt, das ist der kleine, ne? Das ist der kleine TGM, also der kleine MAN sozusagen, den wir jetzt haben. Ne? TGM ist immer der kleine, der TGS wäre nachher der große. Jetzt auch nicht auf so ganz großen Reifen, aber finde ich ein sehr vernünftiges Fahrzeug, so wie es hier steht. Klein, kompakt, kommt noch überall gut durch. Ausreichende Größe im Grundriss, ne? Ja. Und werden wir gleich sehen, so auf der Wiese und so, der kann auch richtig was. Mhm. Freust du dich schon? Ja, natürlich freue ich mich. Handtasche ist immer dabei. Was mache ich jetzt als erstes? Einsteigen. Ja. Da. Genau, immer beide und dann gerade vorwärts. So, ich sitze. So, jetzt stelle ich mir mal den Sitz ein, würde ich sagen. So, das ist gut. Jetzt ist gut. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt alles haben wir's? Klar, ja. Und jetzt muss ich noch ein bisschen nach vorne. Ja. Felix ist jetzt noch mit eingestiegen. Wir sind hier auf einem Grundstück. Das ist eine Baumschule. Eine Baumschule. Genau, eine Baumschule. Genau. Und da haben wir ein riesengroßes Gelände hier in Elmshorn. Mhm. Und da darf Nora fahren. Wir fahren natürlich, Nora fährt nicht ohne Führerschein auf den öffentlichen Straßen, das ist ja völlig klar. Felix ist mit dabei und leitet uns den Kurs hier. Genau, ich werde mal ein bisschen erzählen, wo wir lang fahren. Wir können einfach tatsächlich mal geradeaus starten. Wir müssen ein bisschen aufpassen, da ist ja ein bisschen Infrastruktur hier, da ist noch eine Wassersäule, wo wir nicht rüberfahren dürfen. Aber Nora, wenn du jetzt einfach mal tatsächlich, Bremspedal bist du drauf. Habe ich. Genau. Und einfach tatsächlich den Wählschalter einfach auf D. Genau. Auf D. Habe ich. Haken, gleich, Handbremse. Machen wir gleich DX für Allrad. DX für Allrad. Genau. Und dann einmal die Handbremse lösen. Wie löse ich die? Einmal nach oben ziehen und dann nach vorne. Zack. Also das geht ja alles. Das Lenkrad ist schon groß. So, und dann fange ich jetzt einfach mal an. Ne? Ich Nora, das ist einfach nur ein Smart in groß. Ja, 290 PS, glaube ich. Ne? Ja. So, und wie darf ich jetzt über den... Genau, jetzt müssen wir gucken, dass wir ein bisschen langsam aufmachen. Ja. Bremst mal ein wenig. Du siehst, an der rechten Seite verschwindet ein Schlauch im Boden. Da dürfen ja. wir nicht rüberfahren. Ah, schön, ich sehe es. Genau. Schön links rüber. Da nicht rüberfahren, genau. So, gut. Und jetzt alles über klar. den Schlauch rüber, das geht jetzt. Ja. Gerade am besten. Genau, jetzt gerade. Mhm. Genau. Dann fahren wir tatsächlich. Nach links. Ja, nach links, folgen dem Weg. Ja. Und können dann gleich hinter dem Weg hier rechts wirklich jetzt abbiegen, rechts auf die Fläche. Ja. Genau. Und da haben wir mal richtig ein bisschen Auslauf. Ja. Ihr seid hier schon Probe gefahren, das sehe ich, ne? Ja, man sieht das. Ja gut, wenn das Fahrzeug genau. mal da ist, ne? Auf jeden Fall. Also es schwingt sehr, also das ist gut. Zurzeit fahren wir, also Bertel und ich, einen Kastenwagen clean.
Das genau, man ist merkt, man geht, man rollt einfach drüber. Aber ja, die Lenkung ja. ist ja echt genau. total einfach. Genau. Ne? Und das ist schon irre. Ja, ich habe schon gesehen hier. Ich muss auch sagen, du bist mutig dabei. Ja, na klar. Hier ist ja keiner, der kommt, ne? Mich stört. Freie Bahn. Ja, Nora fährt alles. Also gib ihr ein Lenkrad und dann geht's los. So. Ja. Die stellt sich nicht die Frage, wie viele Tonnen das sind. Nee. Die 13 Tonnen, das ist ja noch überschaubar. Was haben wir für eine Breite? Ich glaube 2,35, ne? 2,35. Was du natürlich hier im Gelände noch machen kannst, ne, hast du natürlich einmal neutral, dann hast du D und dann hast du DX, hatte ich ja gerade schon gesagt, für Allrad und DM für Manövrieren, das heißt, dann fährt er nur 10 km/h. Und dann haben wir hier natürlich die Sperren. Der Wagen hat jetzt Vorderachssperre, mittleres Sperrdifferenzial und Hinterachssperre. Da drehst du dann sozusagen nachher, also es ist genau beschrieben, was ist, ne, kannst du dann sozusagen noch die einzelnen Achsen mit Sperren. Brauchen wir bei dem Gelände, was wir jetzt hier haben, aber nicht. Nein, das ist ja nur mal so schlecht Wegefahrt. Genau, richtig. Und dann, was ich auch immer noch sehr schön finde, die Hupe hast du bei dem Auto ja auf der anderen Seite von hier. Genau. Die ist ja süß. Ja, genau, hup mal. Und hup nochmal. Das hört sich schon besser. Das finde ich ja schön. Cool. Genau. Cool. Herrlich. Oh, gibt gut. immer noch das Drucklufthorn bei uns dazu. Klasse. Ja. Wie ist es denn, Nora? Ich finde es toll. Also es macht Spaß. Es macht wieder Spaß. Los. Es ist also wirklich für mich ein Abenteuerfahrzeug. Ja, also ja. Ja. Durch. Also da kommt unser kleiner Sprinter nicht mit. Nee. Das ist klare Sache. Ja. Ich finde es, oder es wirkt auf mich auch, als ob das für dich sehr entspannt ist da am Steuer, ne? Ja, ja. Ich kann mich an diesem großen Lenkrad festhalten. Das ist, also ich finde es nicht als unangenehm. Vorhin bin ich das erste Mal ein bisschen schnell über diese Querrillen gefahren. Das war schon, aber langsam war super. War super. Das ist ja auch erstmal einfach mal, was ist das für ein Gefühl, mit so einem Fahrzeug zu fahren? Wir müssen ja nicht mehr Zwischengas geben, wir müssen nicht schalten. Das ist der Hammer, alles nur Knöpfchen, Automatik und Servolenkung und... Und durchkommst du trotzdem überall, ne? Ja. Und durchkommst du trotzdem überall. Und nicht so schnell, genau? Ja, genau. Und mit Gefühl. Mit Gefühl. Mit Wenn Gefühl. Er reinlegt, genau. So, jetzt machen wir die erste Querrille. Ja, aber schon mal auf dem Gas bleiben. Ja. Zack, genau. Weiter. Oh. Und auf dem Gas bleiben. Genau. Ja, das stoppt ja automatisch. Ja, wir haben immer wieder hochfällt. Also ruhig langsam niedrige Drehzahl halten. Niedrige Drehzahl halten, ja klar. Uiuiui. So, das war's. So, da sind wir durch. Oh. Hey, ich muss mal kurz anhalten. Oh. 2,35. Ja, die Breite kennen wir. Die Breite und Höhe ist nicht das Thema. Ja. Die Tonnen kennen wir nicht. Ja. Die Tonnen kennen wir nicht. Ja. Genau. Obwohl man merkt die Tonnen doch gar nicht, oder? Nee, die merkst du nicht. Also ein bisschen merke ich es beim Schwanken. Also ja, es schwankt anders, als wenn du ein 4, rechts ab. Ach, jetzt rechts. Genau, rechts abbusch. Noah, du hast aber natürlich auch ein hochbeiniges Fahrzeug, ne? Ja. Wegen 4x4 und mehr Bodenfreiheit und dadurch schwankt der natürlich auch ein bisschen. Müssen wir geschickt einlenken, weil wir jetzt wieder rechts einlenken. Gleich in den Ach, Weg da. Rein, genau. Das geht erstmal ein bisschen nach links, genau. Ja, okay. Da biegen wir ein. Die Rabatten stehen lassen, ne? Genau. Voll einschlagen. Voll einschlagen. Habe ich jetzt zu sehr ausgeholt. Hier ist ein Loch. Also, siehst du? Passt. Alles gut. Sieht gut alles aus. Gut? Noah, perfekt. Ein bisschen geradeaus wieder. Gerade. Und wieder voll einschlagen. Genau.
Und jetzt langsam hier wegen, links halten, genau, ja, wegen dem Netz. Genau, dass wir das nicht mit einziehen. Und dann fahren wir halb links da auf die Wiese. Also folgen dem Weg jetzt einfach. Geht das? Ja. Das passt. Sieht gut aus. Super. Das ist schon ein kleiner Profi. Ich würde sagen. Und du willst keinen LKW-Führerschein machen, oder? Oh nein. Was muss ich zuerst machen? Auf N? Auf N und dann doch. Und jetzt kann ich die ziehen. Handbremse. Genau. Okay. Und jetzt dann machst du aus. Genau. Also erst auf N und dann die Handbremse. Das ist ja eigentlich egal. Also du oder kannst es so oder so rummachen. Du hättest gerade nur noch mal weiter nach hinten drücken müssen. Ach so. Das okay. Geht immer. Ein bisschen mutig. Handbremse geht immer. Handbremse geht immer. Linke Fuß zuerst? Oder immer rückwärts. Immer rückwärts und dann den linken zuerst. Den linken zuerst. Sonst purzelst du früher oder später. Alles klar. Hier, hier, rechts, links. Fertig. Jetzt muss ich mal den Kai fragen. Das ist jetzt eine Breite von? Das dürften jetzt knapp 1,20 sein im nicht ausgezogenen Zustand. Ja. Wir haben tatsächlich auch viele Kunden, die reisen mit so einem Fahrzeug alleine und lassen das Bett dann einfach so, wie es jetzt ist. Wir sind ja auch ein Individualbauer. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich will das gerne auf 1,50 Meter haben und dann gar nicht als Ausziehbett haben, dann würde das auch funktionieren. Mhm. Würde da hinten 30 cm länger werden und dann hätten wir hinten nur 1,50 als Festbett und ja, dann die U-Sitzgruppe vorne dran. Genau. Schöne Dachluke über dem Bett, hinten Fenster. Das ist KCT, Nora. Ja, das ist nicht nur KCT einfach schön, Fenster. Das ist was Gutes, du, was sehr Gutes. Genau. Und wenn ich das Bett ausziehen will, müsste ich die Kissen entfernen, schätze ich mal. Genau, richtig. Hier, ne? Du würdest die Kissen einmal wegnehmen und dann... Ja, und dann kann ich es bis hierhin ausziehen. Was kriegen wir denn dann für eine Breite jetzt hier bei diesem Modell? Das Ausziehbett können wir so bauen, dass man quer sowie längs drin schläft. Ja, das kommt nachher eigentlich eher auf die Matratzen an, die wir reinlegen. Weil wenn wir die Matratze in der Mitte teilen, hat man immer das Problem, dass man mit der Hüfte genau in dem Matratzenspalt sozusagen drin auf liegt. Der Ritze. Auf der Ritze liegt, genau. Berti hat das gut gesagt. Dementsprechend, wenn ihr das jetzt auszieht, dann hätten wir als Länge 2 Meter. Ja. Also dann würde er ungefähr noch bis nach hier gehen. Das heißt, es würden zwei schmale Sitzplätze erhalten bleiben vorne. Dass man wenigstens noch sitzen kann. Ne? Der eine bleibt noch im Bett liegen, der andere kann schon in die Küche gehen, Tee kochen, Kaffee kochen. Der andere wartet, lässt sich verwöhnen, kriegt es hier ans Bett gleich. Genau, der auch nicht schlecht, Tisch ist ja auch direkt neben dran. Also du kannst dann den Tisch stecken und aus dem Bett kannst du direkt frühstücken. Wunderbar. Ne? Und auch vielleicht noch ganz wichtig bei unseren Schränken, wir achten immer auf eine entsprechende Schranktiefe, so dass wenn man ein Standard-T-Shirt so faltet, wie man das zu Hause im Kleiderschrank tun würde, dass man es hier auch noch ohne Probleme einfach wieder reinlegen kann. Die Camper wissen, glaube ich, wovon ich rede, da muss ich das meiste ja immer dritteln, damit ich es noch in den Schrank reinkriege. Ne? Ja, wir zum Beispiel zurzeit im Kastenwagen, klar, Klimaanlage. Klimaanlage hat er, das sind die schwarzen Teile oben drüber. Ja. Das ist eine Staukasten-Klimaanlage, die liegt hier unter dem Tischpodest. Ja. Genau, auch nochmal große. Ja, hier für Unterwäsche, Strümpfe, alles dabei. Mützen, Schals, je nachdem. Da sind noch Einlegeböden. Ja, das ist ja genug da. Hier haben wir den. Ist alles sehr massiv gebaut, Nora. Hm. Naja, natürlich. Und viel Platz. Naja, gut, wer auf Weltreise gehen möchte, braucht auch Platz. Wobei, ich habe ja mal eine ganz blöde Frage gestellt. Wo waren wir? In Dänemark natürlich. Via Strandcamping, da stand ein Weltreisemobil nebenan von uns. Und ich habe gefragt, na, wo geht's denn hin? Der guckte mich an und sagte, das ist doch egal. Ich fahre gerne nach Dänemark. Ich mache das aus Spaß und Jux und Dollerei. Ich muss nicht auf Weltreise gehen. Ist genau, doch, hat einen großen MAN. Ist doch, jeder kann doch ein Fahrzeug fahren, was er möchte und machen damit, was er möchte. Hauptsache, ihr habt Spaß dabei. Eben. Also, so wie ich jetzt hier. Ich fahre dann alle Baumschulen ab und und übe erstmal. Die Baumschulen werden sich freuen, Nora. Das denke ich auch. Ja. Ich kaufe dann gleich an. Oh, toll. Ja, hier kann man super auch mit 6 Personen sitzen, würde ich sagen. Also, Besuch, Küche ist da. Ja, die Sitzgruppe ist gut. Mm. Ja.
Genau, die Sitzgruppen bauen wir eigentlich immer so von den Längen her, dass, ich sag mal, so eine normal große Frau auf der rechten Seite noch so sitzen kann, dass sie die Füße auch hinlegt, und der normal große Mann auf der linken Seite. Deswegen ist die immer ein bisschen länger als die andere. Ich muss unbedingt jetzt mir die Küche angucken. Da ich sehe schon einen Backofen. Also brauche ich ja für unterwegs unbedingt. Wir haben ja hier niemanden, der uns stört. Das ist ja echt, ne? Und die Notlüftung, wir sagen ja immer Notlüftung. Ja, du kannst die einrasten in der Lüfterstellung, genau. Lüftungsstellung. So? Müsste circa so sein. Hier geht's nach vorne ins Fahrerhaus natürlich. Da geht's nach vorne durch, genau. Ich bin immer sehr darauf, dass wir die Türen in so groß wie möglich irgendwie machen. Ich kenne diverse, wo man sich wirklich hinlegen muss und nur noch durchkriechen kann. Ja, so Kriechluken, ne? Genau. Ja. Also der Anspruch ist immer, dass man da noch sehr bequem rein- und rausgehen sozusagen kann. Wo habe ich jetzt hier drauf gedrückt? Was war das? Das macht Geräusche. Genau, das ist die Absaugung des Waschbeckens. Ach so, der Rest Wasser. Genau. Also wir haben alles klar. Hebewerk unten drunter mit 10 Litern, was dann sozusagen vom Hebewerk nachher hinten in den Tank kommt. Ja. Dann hast du, Kai, wenn ich die Frage nochmal stellen darf, du hast mir eine Besonderheit beschrieben eurer Bauweise, wie ihr Frischwassertanks baut. Du hast gesagt, ihr baut eher in die Höhe, anstatt in die Länge oder Breite oder Tiefe. Genau, richtig. Also wir versuchen immer mit Turmtanks zu arbeiten in den Fahrzeugen, einfach um die Schwallwirkung des Wassers sozusagen abzufedern, weil jeder, der, ich sage immer mal, die Tanklastenfahrer, die wissen, worum es geht, ne? Bremsverzögerter Knall, also drücke ich auf die Bremse, dann kommt der Schlag 1,5 Sekunden später von hinten nochmal nach. Deswegen versuchen wir das immer mit Turmtanks zu lösen. Und was auch sehr charmant ist, wir haben einfach im Innenraum durch die Turmtanks mehr Platz, als wenn wir die jetzt großflächig nach unten legen. Ne? Dann erinnere ich mich noch, dass es auch einen ganz wichtigen Punkt bei euch gibt, und zwar die Zugänglichkeit aller Bauteile. Genau. Sprich Heizungszugänglichkeit, Installationszugänglichkeit, geht eine Pumpe kaputt, komme ich schnell ran, muss nicht einen halben Schrank zerlegen und. Genau, also wir achten darauf, dass jedes Bauteil im Nachhinein ohne Ausbau des Möbelbaus zugänglich ausbaubar und auch wieder einbaubar ist. Ne? Das heißt, wir sehen hier auf dem Fußboden ganz viele Luken, wo wir jetzt sozusagen dann direkten Zugriff, also hier liegt jetzt die Elektrotechnik zum Teil drunter. Mastervolt. Mastervolt hat da drin, genau. Das ist auch was ganz Feines. Genau, das Abwasserhebewerk jetzt sozusagen unten drunter. Ja, und wie man das sieht, man kommt überall noch schön dran, um auch sauber zu machen, etc. Ja. Und da habt ihr ja richtig große Durchmesser hier, ne? Von den Schläuchen. Das ist richtig. Ui. Also im Camperbau kennt das auch jeder, dass Waschbecken schlecht ablaufen, Duschen schlecht ablaufen, etc. Das löst man einfach am besten dadurch, dass man die Querschnitte der... Wenn du den Platz hast. Der Rohre etwas größer macht, genau. Ja, wenn wir schon mal dabei sind. Ach hier, da kann man dann... Und tatsächlich ist es auch nach wie vor immer noch eine nette Verstaumöglichkeit zusätzlich. Ne? Also wir haben viele Kunden, die legen sich da kleine Boxen rein und dann kommen nachher, weiß ich nicht, Kartoffeln, Zwiebeln, was auch immer. Ja, also mich als Technikinteressierten, ich sehe ja gleich, ihr habt einen doppelten Boden. Ja. Ihr habt eine Installationsebene. Genau. Ihr baut nicht auf den Boden direkt auf den Boden der Kabine, sondern da kommt noch ein Installationsboden. Genau, den Installationsboden haben wir eigentlich immer. Das macht es uns charmant möglich, die ganzen Leitungen und Rohre zu verlegen. Der letzte ist dafür da, dass wenn du jetzt dort zu deinem rechten Fuß durchgreifen würdest, du an das Duschsiffon unten kommst. Ah, das heißt, ist gut. Frauen mit langen Haaren oder dann meistens derjenige, der sauber machen muss, der kennt das Problem. Ja, genau. Das heißt, hier können zwei Leute ohne Probleme das Duschsiffon komplett lösen. Und diese stabile Tür, ne, die schützt natürlich auch bei Verschiffung des Fahrzeuges vor unberechtigtem Zugang zum Aufbau. Ne? Genau. Die ist richtig stabil. Das ist nicht so eine Sperrholztürchen, das du aufdrücken kannst, da kannst du wirklich was verriegeln. Ne? Also ich finde ja dieses Konzept Weltreisemobil finde ich interessant, oder alle Fahrzeuge, die höher sind. Ich fühle mich, umso höher ein Fahrzeug ist, sicherer. Klare Sache. Logisch. Überall so tiefer, und ich komme an die Fenster ran. Also das muss man ja haben für so eine Weltreise, egal wo du hinfährst. Man fühlt sich sicher. Ja. Vorsicht, warte mal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob die Oberschränke kollidieren. Das geht. Ei, super. Kollidiert nichts. Nein, das ist gut. Muss gehen. Das ist gut. Das muss gehen.
Ja gut. Wir sind ja nicht irgendwo, ne? Wir sind ja in einem besonderen Auto. Ja, Licht mache ich erstmal. Licht, Licht, Licht. Da oben. Ja. Nee. Jetzt. Jetzt geht's an. Dusche. Na klar. Gut. Für mich. Das war den Einleger drin. Guck mal, dieses Holzteil, das kannst du rausnehmen, dann kannst du auch die Duschtrennwand verschieben. Ach, ja. Ach, das guck mal, ein Stopper. Gelöst, damit die Duschtrennwand nachher Dann kannst du schließen. In Kurvenfahrten oder wenn es häufig ist, nicht hin und her knallt. Hier kannst du zu zweit duschen. Hier kann man zu zweit. Wir könnten zusammen duschen hier. Du kannst auch hier einmal ganz rüber schieben, sonst dann. Ach, das kannst du von beiden Seiten. Ja, weil ich habe eben gewundert, jetzt komme ich besser rein. Eben habe ich mich hier so ein bisschen durchgezwängt. Der lag einfach nur auf der falschen Seite. Genau. Also hier kannst du wirklich zu zweit. Eine Duo-Dusche. Eine Edelstahl, wenn ich das sehe. Und große Ablauf. Ja, das ist Haushaltstechnik. Das ist eigentlich auch eine, aber Haushaltstechnik. Da ist schon der Teppich für den Hund. Der Teppich für den Hund. Passt das jetzt auch hier rein? Ja, muss ja. Logisch. Ja, das ist ja symmetrisch. Ja, so ist besser. Ja, logisch. Das war eine blöde Frage. Macht nichts. Ja, Schränkchen, Bad. Das ist jetzt eine Zahaka-Toilette oder was? Das ist eine Zahaka-Toilette, was wir jetzt hier haben. Ah, Zahaka-Toilette mit Tank. Mit Tank, genau. Feststofftank drunter. Ja. Dürften jetzt so knapp über 200 Liter sein, was wir als Schwarzwasser hier unten drunter haben. Mhm. Ja. Da kommt man schon ein bisschen mit aus, mit zwei Personen. Ja, auf jeden Fall. Großer Schrank. Ja, gut. Ah ja. Und nochmal Lüftung, logisch. Der Dachventilator machen wir immer in den Badezimmern mit drin. Ne? Mhm. Damit ihr die Feuchtigkeit oder damit der Käufer, der Kunde nachher die Feuchtigkeit rausbekommt. Genau, richtig. Ja. Macht einfach nur Sinn. Das macht Sinn. Ich bin immer noch völlig fertig. Ich habe ganz weiche Knie vom Auto fahren. Also vom LKW fahren. Das ist echt, also das ist für mich was ganz Neues, aber interessant. Ganz interessant. Ja, super interessant und spannend. Ja. Das ist ja schon. Ja, hab ich noch nicht geöffnet. Erinnert mich doch stark an Haushaltskühlschränke. Ja, natürlich, du brauchst doch den Platz, wenn du lange unterwegs bist. Bitte, guck mal, zwei Kleiderschränke, der geht noch ganz nach unten, das ist wichtig. Genau, dann nutzen wir immer sogar den Zwischenboden noch, damit wir zweimal die Möglichkeit haben, normale Jacke, normales Hemd, normale Bluse ordentlich hinzuhängen. Genau. Eben. Ja. Schublade ist hier auch noch. Genau, da haben wir schon Noras Handtasche verschoben. Die gehört ja so, die Handtasche. Die ist immer dabei. Die ist immer dabei. Ja, Mensch, da bekommt man ja Lust, ne? Ja. Loszuzischen. Ach, was haben wir denn hier? Das ist die Technik von dem Kühlschrank. Ja. Ne? Also wir haben hier einen abgesetzten Kompressor, der liegt in einem schallisolierten Raum mit nachher, also Kompressor erzeugt ja Wärme, Ventilator nach oben, damit die Wärme aus dem Kompressorfach rauskommt. Ne? Genau. Deswegen werdet ihr das hier schon merken, bei dieser Lösung hört man ja gar nichts. Ne? Nee, eben. Der ist total, ja, also der Kühlschrank. Genau. Gedämmt. Hier, hast du das Ding. Komplett mit Schall. So, und jetzt setze ich das so wieder ein, denke ich mal. Ja, interessant zu wissen wäre natürlich die Größe der Wohnkabine. Ne? Wir haben eine Länge von 5,17 Meter, 2,36 Meter breit, in Höhe, ach ja, die Stehhöhe, 2,07 Meter. Auch in der Dusche, so auch wie ich das Dusche gelesen habe. Genau, also die ist, das ist natürlich klasse. Fünf Sitzplätze im MAN vorne, MAN TGM 13.290, wenn ich das richtig gesagt habe. Gesamtgewicht hab ich gelesen bei euch zwischen 9 Tonnen bis 13 Tonnen. Genau, das liegt also je nach Ausstattung. Schafft man denn das wirklich auf 9 Tonnen zu kommen? Ja, dann ist er aber längst leer. Dann ist er wirklich leer. Ja, also das Fahrzeug hier, wie es jetzt hier steht, und er hat eine gute Ausstattung bekommen, liegt bei knapp unter 11 Tonnen. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt noch die Möglichkeit, ca. 2400 Kilo zuzuladen bei dem Auto. Wir reden immer mit vollen Tanks. Ne? Ja, also, ja, natürlich. Also 11 Tonnen mit vollen Tanks. Das heißt, ihr habt nur für euren privaten Kladderadatsch, für eure Unterhosen etc. dann nochmal 2400 Kilo. Und ich glaube, da kannst du eine Menge Unterhosen für mitnehmen. Ja. Und 20 Liter Fahrwasser brauchen wir ja gar nicht zu erwähnen. Nein, aus der Gruppe, aus der Klasse sind wir hier raus. Genau, richtig. Ja, genau.
Nee, also auch theoretisch noch ein Heckträger, kleines Motorrad hinten drauf, zwei E-Bikes, das wäre auch alles noch realisierbar. Ihr baut ja hier mit einer Wandstärke von 57 mm und da habe ich einen Begriff gelesen, das nennt sich Schraubschicht, heißt das, glaube ich. Genau, richtig. Kannst du das ein bisschen erklären, was das eigentlich ist? Vielleicht generell mal, wir haben hier eine Voll-GFK-Kabine, das heißt, wir haben 3 mm GFK auf der Außenhaut. Dann kommt ein spezieller Schaum, der sehr gut wärmeisoliert und so gut wie keine Feuchtigkeit ziehen kann. Und dann kommt im Innenraum des Fahrzeugs, das ist auch das, was wir als plane Oberfläche nachher sehen, die eigens entwickelte Schraubschicht. Das heißt, wir haben ein Trägermaterial, jetzt kein Sperrholz oder sowas, sondern auch wieder etwas, was nicht Wasser ziehen kann. Das ist immer wichtig bei den Kabinen, so dass nachher die gesamten Möbel, aber auch alle Anbauteile, also reden wir im Badezimmer über Zahnputzbecher oder hier Sachen, die ihr in der Küche haben wollt, wie Zebehalter und, einfach in die Schicht verschraubt werden können und dann auch ordentlich halten. Ja, weil es ja auch gerade ein Allradfahrzeug ist und das darf gerne auch mal auf der Piste bewegt werden, ne? Genau, auf der richtigen Piste. Also verkleben alleine reicht nicht, genau. Gerade bei Rückelbewegungen, die sehr, also wenn man jetzt 3 oder 4 Tage am Stück damit Schotterpiste fährt und man verklebt einen Teil nur, dann funktioniert das vielleicht den ersten Monat, aber im zweiten Monat irgendwann nicht mehr. Deswegen wird auch hier der gesamte Möbelbau wirklich geschraubt. Jetzt gehen wir mal raus. Ich mach einfach mal, ich glaube, Kai hat schon geöffnet. Er hat Entriede, gilt, genau. Guck, ich würde sogar rankommen hier zum Schließen. Ja, der ist noch zu. Der ist noch zu. Okay. Ah, das ist besser, ich guck nicht drin. Ja gut, das macht ja nichts. Hier hast du Stauraum für alles Mögliche und auch ganz beliebt bei solchen Fahrzeugen ist eine Außenküche, ne? Und hier hättest du Platz, die noch unterzubringen. Vielleicht auch noch ganz interessant. Ja, das hätte ich dich jetzt gefragt, Kai. Wir haben 3 Stromeinspeisungen hier. Ne? Warum habt ihr 3 Stromeinspeisungen? Also wir haben ein Mastervolt-System hier drin, was einmal in der Lage ist, einen Generator direkt anzuschließen. Hat dann nachher auch was damit zu tun, dass das Auto den Generator und die Spannung berücksichtigt. Das heißt, einer ist Generatoranschluss. Dann haben wir einmal den normalen 230-Volt-Stromanschluss, so wie wir ihn für Europa brauchen. Und wir haben einen 110-Volt-Anschluss für Kanada etc., ja, dass das Auto auch dort über das normale Stromnetz sozusagen betrieben werden kann, weil das ist einer der größten Probleme. Also viele Leute, die mit Fahrzeugen nicht von uns in die USA wollen, kommen da zu uns mit der Bitte um Lösungsvorschläge. Weil ja, die stoßen an ihre Grenzen, es ist nicht kompatibel. Genau, ja. Richtig. Du, ich sehe hier auch den Gas-Außenanschluss, ne? Vermutlich. Ja. Ja? Da kannst du dann deinen Grill oder genau, was immer du hast mit dran machen. Da muss ich natürlich hinschauen. Wie lagert ihr denn eure Kabine? Das interessiert ja den Techniker, ne? Genau, richtig. Wir arbeiten hier mit einem Federlagersystem. Es gibt Systeme, die noch allradfähiger, noch verwindungsfähiger sind als dieses Federlagersystem. Wir machen aber sehr gute Erfahrungen damit, weil auch mit diesem System ist der Rahmen, also der Zwischenrahmen, in der Lage, sich im vorderen Teil fast 10 cm vom Hauptrahmen zu lösen und auch zu verschränken. Und wir haben damit keine Probleme, wenn man sich nachher im Fahrzeug bewegt, dass sich alles anfühlt, als wenn es schwimmen würde, ne, bei den Federlagersystemen. Du sprichst auch die Rautenlagerung an, ne? die eben schwingt und auch nachschwingt. Genau. Ne? Gerade wir haben das häufig gehört von Fahrzeugen, die zum Beispiel auf der Autobahn die Distanz fahren, kommen Bodenwellen, fängt dann die Kabine an zu schwingen und das überträgt sich ja auf die ganze Fahrstabilität des Fahrzeugs. Genau. Wir sagen ja auch ganz speziell Weltreisefahrzeug und nicht Expeditionsfahrzeug. Ach hier, guck mal, da ist auch noch Stauraum. Schuhe. Genau, Schuhe. Was das sonst? Thema. Ne? Was sonst? Also ohne Schuhstauräume geht das nun mal gar nicht. Genau. Ne? Dann schauen wir mal auf die andere Seite. Ja. Also einmal die große Heckstauraum, ne? Ja. Kannst du durchladen. Und dann die Technikklappe. Und einen großen Gastank habt ihr dort. Und einen großen Gastank. Ohne Waschmaschine geht heute gar nichts mehr? Nein, wenn du das unterwegs stimmt. Bist, na klar. Das ist jetzt nicht zersprungen hier, das sieht nur so aus, da ist eine Schutzfolie drauf. Genau. Ja, hier kommst du natürlich an die Technik super ran. Ne? Absolut klasse. Außendusche.
Filteranlage. Alles da. Truma Kombi. Ja. Große Querschnitte, Leitungsquerschnitte. Ne? Haushaltsarmaturen, guck dir das an. Das ist alles dickes Kram hier. Das funktioniert auch. Das soll ja auch was halten. Ne? Und weißt du noch, entschuldige Kai, ich habe gesehen, du wolltest was sagen, aber ich habe auch gerade was gesehen. Guck dir mal diese scharfen Schellen an. Die sind wirklich komplett rund. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Das sind so spitze. Die 360 Grad gleichmäßig anzieht. Danke dir. Ja, genau, ohne dass sie irgendwelche Quetschstellen in den Schläuchen, die ja dann nachher auch zu Rissen führen können. Genau. Und Undichtigkeiten auch. Und Undichtigkeiten, großer Vorteil. Wir haben die Schellen in allen möglichen Größen. Ihr habt nachher einen 6er Schlüssel, mit dem ihr durchs ganze Auto gehen könntet. Ja. Und sozusagen auch alle Schellen nachziehen. Da oben habt ihr eine UV-Anlage, ne? Zur Wasseraufbereitung, sehe ich das richtig? Genau, richtig. Also der Filter ist hier noch nicht eingesetzt, aber wir arbeiten bei dem, das ist jetzt das kleine System von uns, mit zwei UV-Filtern, die parallel geschaltet werden, um auch die entsprechende Durchflussmenge zu generieren. Und dann würde hier noch eine Kohlefaserkartusche eingesetzt werden, ja, um dann nachher schlechten Geschmack, Dieselrückstände, Chlorgeschmack etc. rauszufiltern. Aber überall, wo man fragwürdiges Trinkwasser hat, reicht diese Anlage wirklich vollkommen aus, um nachher aus dem Hahn zu trinken. Und wer dann nachher den Anspruch hat, wirklich Wasser aus dem Fluss zu ziehen, da gibt es noch eine größere Filteranlage, die auch das ermöglichen würde. Na, der Platz ist ja da. Platz ist da. Auf jeden Fall. Was auch ganz schön ist, finde ich, bei dem Grundriss hier, du siehst oben noch diese nette Klappe. Das heißt, du musst theoretisch noch nicht mal aussteigen, um die Waschmaschine zu bedienen. Ah, sondern ja, wenn du das Sitzpolster oben wegnimmst, ich gehe da mal hin. Kannst du die Waschmaschine von innen oben bedienen, durch die Sitzbank sozusagen ganz entspannt bedienen. Es gibt einmal die Möglichkeit, Wasser zu waschen und das Wasser der Waschmaschine über 230 Volt zu erwärmen. Oder es gibt die Möglichkeit nachher über... Das geht gut. Ja, wenn man sich daneben hinsetzt, das geht wunderbar. Ja. Man hat immer noch die Möglichkeit, die Waschmaschine nachher auch über das erhitzte Wasser der Gasheizung laufen zu lassen. Das heißt, wir haben dann nur noch den elektrischen Verbrauch der Umdrehung sozusagen. Ja, des Motors, ne? Ja, des Motors. Und dann habt ihr hier so ein schönes Panel. Da sagt doch da auch noch ein paar Worte. Also klar, logisch, eine Außendusche darf nicht fehlen. Ne? Natürlich kannst du die Wärme regulieren, keine Frage. Und hier haben wir was von Mastervolt. Genau, richtig. Wir verbauen immer zwei Mastervolt-Displays im Auto, einfach auch nur aus dem redundanten Gedanken heraus, falls irgendwo wirklich mal eins kaputt geht. Dadurch, dass die gesamte Elektrotechnik an diesem Gerät dranhängt und man es zwangsläufig zur Steuerung braucht, gibt es immer zwei im Auto. Ne? Und eins hier hinten macht für uns Sinn, weil mit dem Display überwache ich ja nachher auch die Tankfüllstände etc. Und dadurch, dass wir hier oben die Tankeinfüllstutzen haben, ist das ja sehr angenehm, dann auch direkt daneben zu sehen, wie voll sind denn jetzt gerade meine Tanks. Bis zu welcher Größe könnt ihr Frischwassertank anbieten? Also wir haben in dem Auto jetzt 390 Liter als Frischwassertank drin. Mhm. In der Theorie geht immer mehr. Man muss aber sagen, dass die Bauräume des Fahrzeugs bei diesem Grundriss ausgeschöpft sind. Das heißt, wenn wir jetzt noch größere Wassertanks einbauen wollen, würde es immer zu Lasten von irgendeinem Stauraum gehen. Eine 390 Liter nur Frischwasser und die Toilettenspülung wird über einen separaten Tank mit Falle 120 Litern betrieben. Einfach mit dem Hintergrund, in einer Toilette können Bakterien, also Keime etc. sein, die könnten rückwärts auch durch die Pumpe dann wieder in den Frischwassertank wandern. Ja. Und um das komplett auszuschließen, trennen wir die beiden Systeme. Und ihr habt nachher die Möglichkeit, die Toilette einfach über, keine Ahnung, Bachfluss zu speisen, weil für das WC braucht man kein gefiltertes Wasser. Nee, da reicht auch Brauchwasser. Ja, genau. Ja. Richtig. Dann haben wir hier nochmal einen großen Außenstauraum und den zweiten Dieseltank. Das habe ich ja jetzt gesehen. Ne? Genau. Wie viel Diesel habt ihr hier? 390 Liter auf der Seite und 150 auf der anderen Seite. Okay, okay, so viel haben wir im Sprinter nicht. Aber nur ein bisschen weniger bestimmt, oder? Ein bisschen, ja, genau. Es wiegt so ein Reifen, das würde mich interessieren. Also der Reifen inklusive Felge liegt nachher ungefähr bei 150 Kilo. Mhm. Ja, das ist ein Wert, den habe ich auch so. Mhm. Ja. Guck mal, da sind ja alle 30, 40 Zentimeter ist hier eine Halterung, ne? Ja, hier. Mhm. Eine Verschraubung mit der Kabine vom Rahmen. Das ist ja der Hilfsrahmen. Hier sieht man jetzt auch ganz deutlich das Federlagersystem, was nur... Oh ja, das ist fett. Ja. Richtig fett.
Das heißt, in diesem Bereich kann sich der Rahmen, ne, also der Rahmen unter der Kabine, vollkommen von dem LKW-Rahmen lösen. Ja. Nora, wie immer zum Schluss die Frage, was kostet denn der Spaß? Der Spaß beginnt bei 459.900 Euro. Kann die Weltreise starten? Genau. Jetzt haben wir uns hier mal an den Tisch gesetzt und man kann ja sehen, ne? Hier ist ja wunderbar viel Platz. Ich habe noch einen Platz frei hier an meiner rechten Seite. Felix, der uns hier heute eingeladen hat, der muss schon wieder was tun. Der ist schon wieder weg. Ne? Vielen Dank nochmal an Felix, dass wir hier heute sein dürfen. Bei den Eltern. Bei den Eltern. Das ist ne? Ja. Bei dem elterlichen Betrieb. Ihr Lieben, das war's für heute. Für uns eine völlig neue Erfahrung, in einem Weltreisemobil sein zu dürfen. Ja. Und dann noch, Nora fährt LKW. Das ist ja der Knaller, ne? Ja, danke. Sehr gern. Oh, Spaß. Danke, Kai, für die Einladung. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Dankeschön. Ich glaube, wir haben auch viel Spaß gehabt, oder? Ja, natürlich. Aber auf jeden Fall. Wir kommen wieder. Das war ja nun das nicht das letzte Mal. Das ist nicht das letzte Mal. Wir sehen uns. Tschüss. Bis die Tage. Tschüssikowski. Ich bin das Auto gefahren und danach hätte ich mich eigentlich irgendwo hinsetzen müssen und einen Gin Tonic trinken. Und hätte so den Tag auf die Elbe geschaut. Und hätte nachgedacht, so ungefähr. Weil das ist so. Ne? Du hast, wenn du was Neues machst, also für mich ist das was ganz Neues, ja. dann überwiegt erstmal der Eindruck. Und ich durfte ja fahren und